So, herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Unterhaltung, zu unserer heutigen Runde von Bus-Simulator. Wir fahren heute wieder eine Runde. Wir haben dieses Mal den Auftrag, eine neue Stelle zu strecken, sie zu fahren, dann ein Fahrer einzustellen, bla bla, weiter und weiter. Für unsere Geschäftserweiterung. Es kam inzwischen halt ein Update raus. Was auch immer das Update gemacht hat, wir müssen jetzt nicht mehr einmal quer hier rüber über die ganze Straße fahren. Wie ihr es vorher wollt, um hier zur Schillerstraße kommen, sondern von der Südtiroler Straße aus. Macht ihr jetzt hier einmal eine Drehung im Kreis und fährt dann zur Schillerstraße zurück, was natürlich auch viel mehr Sinn macht. Gut, ich würde sagen, fangen wir doch einfach mal an, die Fahrt gleich zu machen. So, wir könnten jetzt auch unseren neuen Wagen. Wir benutzen mal unseren neuen Bus. Oder komm. Ja, heute bleiben wir nochmal unseren alten Bus treu, warum nicht? Tja, es gibt überall in der Stadt fest installierte Blitzer. Wenn du nicht geblitzt, dann wirst du viel wieder dein Tempo hat, wenn der Fahrt das so aktivieren. Tja, der ist, glaube ich, standardmäßig aktiviert auf 50. Das war jetzt das richtig weiß. Tja, es ist wieder Feierabend. Wir haben jetzt 21:03 Uhr, Freitag, der 8. Juli. Heute ist ein Feiertag in Sunny Springs. Sei bereit, wie viele Touristen die Parkkarten kaufen möchten. Ja, denn. Da werden wir dafür mal bereit sein, ne? Mit unserem tollen neuen Bus. Tja, ich bin mal gespannt, was so alles passieren wird. Was uns alles erwarten wird. Naja, es ist ja nicht unser neuer Bus. Wir haben ja so einen alten Bus, den wir dekoriert haben, natürlich. Das ist natürlich nichts Neues dran. Machen wir das mal alles auf hier und fahren unsere neue Strecke. So. Da wollen wir auf unseren alten Führerstand. Ach ja, wieder im Bus sitzen. Und sich überlegen, worüber rede ich heute? Ich würde sagen, ich habe eine gute Idee. Ich glaube, wir reden heute mal über den Nachfolger von dem Projekt Platinum Hunters, der spirituelle Nachfolger, was da geplant ist. Und das sind Insider-Informationen, die ihr nur bei Bus-Simulator wieder zu hören kriegt. Machen wir es an den Motor an. Fahrzeugbeleuchtung. Und natürlich Licht, alles was dazugehört. Parkbremse aus. Dann können wir auch los. War natürlich vorsichtig, wir wollen ja nicht wieder so viel Geld verlieren wie letztes Mal. Das war ja letztes Mal sehr schade. Ja, unser Smartphone dabei, als unser kleiner Helfer. Okay. Tja, also, der spirituelle Nachfolger von dem lieben Projekt Platinum Hunters. Falls ihr Platinum Hunters nicht kennt, das ist ein Projekt, das ich mit dem WEOG LP, der jetzt Konsolenfalke ist, auf HiFi für United gemacht habe, unser Chaos-Kanal. Und Platinum Hunters, Blast Corps, wo es darum ging, alle Platinum-Medaillen bzw. Ultra-Platinum-Medaillen zu kriegen, wo wir vorher schon vorhandene Platinum-Medaillen-Rekorde nochmal überboten haben, zu schaffen. Das war eines in den Jahren eines meiner absoluten Lieblingsprojekte. Also ohne Ausnahme, also das war eines meiner absoluten Lieblingsprojekte. Muss ich einfach an der Stelle einfach mal sagen, keine Frage. Und ja, das vermissen ich und Rüdiger so ein bisschen, dass wir das spielen können. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, was machen wir denn dann mal? Was kann man denn dafür jetzt machen als nächstes? Tja, das ist eine gute Frage, meine lieben Freunde. Ich muss hier immer so ein bisschen aufpassen, dass ich hier richtig fahre. Entschuldigt meine Stille da manchmal. So, ich habe den Tempomat mal an. So. Okay. Ist jetzt der Tempomat an? Ist er jetzt an? Okay. Ich glaube, jetzt ist er. Keine Ahnung, was der Tempomat macht, aber er macht nicht das, was er soll. Naja, gut. Wenn überall Blitzer sind, dann sind da überall Blitzer. Toleranzgrenze gibt es hoffentlich auch in dem Spiel. Aber wir waren ja hier fest 30 hier gerade. Und wie gesagt, wir brauchen einen Nachfolger, wir vermissen die Zeit so ein bisschen. Es ist immer schwer, meinen Themen zu folgen, die Vorfahrt. Zu folgen, während ich auf den Straßenverkehr achte. Ich möchte natürlich auch einigermaßen ordentlich fahren. Und auch wenn das hier natürlich alles so Spaß ist, solange ich hier noch ordentlich fahre, will ich natürlich auch ordentlich fahren. Wir natürlich jetzt nicht hier irgendwelchen Leuten zeigen, die noch keinen Führerschein haben, wie man schlecht fährt und die irgendwie ein schlechtes Beispiel sein. Wir wollen ja auch ein bisschen ordentlich fahren. Dementsprechend halte ich es hier ganz gut, dass wir uns hier an die 30 halten. So ungefähr, so ein bisschen mit Toleranzgrenze, wie ich sie immer gerne nenne. Und das ist dann, glaube ich, ganz gut so.
Da haben ich und Rüdiger uns gedacht. Da haben Rüdiger und ich uns gedacht, wie wär's denn? Wenn wir noch ein Projekt auf den Nintendo 64 machen, das auch darum geht, möglichst gute Punktzahlen zu erreichen. Und da ist uns eben halt aufgefallen, so viel Auswahl haben wir ja nicht. Was wir beide kennen und wo man gut Punkte absahen kann und was relativ zügig immer nacheinander geht. Und wie sind wir zu dem Ergebnis gekommen? Wir wollen gerne Pilot Wings spielen. Bei Pilot Wings wollen wir dann gerne es dann so machen, dass wir versuchen, in jeder Mission 100 Punkte zu kriegen. Das klingt sehr scheiße, besonders für eine spätere Mission. Ist es auch. Aber das war es bei Blast Corps auch. Ich kenne mich mit Blast Corps ein bisschen besser aus als in Pilot Wings. Und da könnte das sehr interessant werden. Ich schätze mal, wir werden da auch von Anfang an kooperativ arbeiten, wollen uns da gar nicht erst wieder die Stimmung zerstören, indem wir uns gegeneinander spielen. Aber soweit sind wir noch gar nicht mit dem Absprechen gekommen. Das sind nur so einfach Grundgedanken von mir gerade. Ah, wir wollen ja ordentlich ranfahren hier an die Haltestelle. St. Martinstraße Süd. Na gut. Keine Fahrkarte für einen Schüler. Okay, alles klar. Soll losgehen. Was hast du da? Okay, alles klar, kein Ding. Kriegst du von mir, mein Freund. So. Vielen Dank. Ja, gerne. Hab ich gerne. Einzelfahrt für Senioren. Ja, geht auch los. 1,40. Was hast du? Oh. Eine Fahrkarte, bitte. Hatte sie passend dabei. Achso. Ein Schüler Einzelfahrt. Geld erhalten, 5 Euro. Ja, klar. Bei uns darf ich nicht so sehr verwirren lassen. Alter, wollen die heute viele Tickets haben. Eine Fahrkarte. Oh, meine Güte, ey. Ihr wollt aber heute viele Fahrkarten haben, muss ich einfach mal sagen, ne? Das ist ja nicht normal hier, was ihr mit mir macht, meine lieben Freunde. Das finde ich ja jetzt nicht so gut. So. Danke, mein Lieber. Ja, gerne. So, alles klar. Damit hätten wir das geschafft. Oh Gott. Mach mich jetzt nicht nervös hier. So, und dann fahren wir mal los. Ich glaube, da kam noch ein Passant, der mitfahren wollte. Es tut mir echt leid für den. Aber den wollte ich dann nicht mehr mitnehmen. Der kam mir zu spät. Ist ja schön, dass er noch angerannt kam. Aber ich wollte ihn nicht mehr dabei haben. Ja, Pilot Wings soll es als nächstes werden. Und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Projekt. Nächster Halt. Einfach aufgrund dessen schon, weil ich habe dieses Spiel Ewigkeit nicht mehr gespielt. Rüdiger hat es schon zweimal wieder kalt angefangen. Kennt das Spiel von da ein bisschen besser als ich. Aber ich hoffe mal, dass ich trotzdem irgendwie da mithalten kann, dass es auch irgendwie interessant auch für mich ist. Ja, ich versuche mich nicht immer so zu unterschätzen. Rüdiger ist zwar recht gut in den Spielen, aber ich hoffe mal, dass auch er wieder nicht mehr so dolle dabei ist. Du musst dich auch so durchdrängeln, ne? Ja, was soll ich machen? Ich kann nicht! Jetzt fahr doch mal! Ja, was ist denn dein Problem? Boah, siehst du, dass ich hier nicht wegkomme? Ja, danke. Jetzt fahr doch mal, du Arsch, ey. Was ein scheiß Krankenwagen, ey. Ich meine, schon Rettungswagen. Das war ja mal richtig. Der wusste. Aber wahrscheinlich habe ich deshalb keine Strafe bekommen. Weil das eben halt irgendwie so gedacht war. Na komm, ich habe nicht so viel Zeit. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen. Ich muss jetzt mal ein bisschen hier vorankommen, ne? So. So, mal wieder ordentlich fahren. Alter Schwede, die Kurven hier, die sind nicht leicht. Da muss ich ja mal sagen. Eine Minute haben wir noch. Ja, und darauf freue ich mich schon sehr auf das Projekt. Dass wir das dann aufnehmen zu zweit. Das wird bestimmt wieder sehr interessant. Wie mal. Schon gespannt, wie das ausgeht nachher, das Ganze. Hinten, Leuten. Quatschen Leute wieder. Und so wird schon wieder gehupt die ganze Zeit. Warum auch immer. Niemand weiß es. Die Leute hupen trotzdem. Ich frage mich manchmal, warum die Leute hinter einem trotzdem hupen, obwohl es einfach nur eine Ampel ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen dämlich gemacht in dem Spiel. Nicht, dass sie hier gleich wieder anfangen zu quatschen bei mir im Bus, wenn irgendwie was zu erzählen haben. So. Also eigentlich habe ich keinen großartigen Schäden gehabt, was mich jetzt irgendwie Unfälle gekostet hat. Ich bin höchstens mal ein bisschen mit dem Bus gerumpelt und das war's. Und ja, ja. Sieht nicht so ganz gut aus mit unserer Busfahrt. Hoffentlich kommen wir noch rechtzeitig an. Weil sonst wird es hier gleich ein bisschen schwer.
wenn wir hier nicht bald die Kurve kriegen. Haha, die Kurve kriegen, wisst ihr, weil wir in Kurve fahren und so. Oh fuck, war das knapp gewesen. Das war eine knappe Kurve. Ja, 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 ich bin ja gleich da. Es wird doch alles gut hier. Leute, kommen wir rechtzeitig an. Alles gut. Ja, 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 ja. Wie kann er noch drängeln, ne? So, alles klar. Das wären wir dann. Okay. Dann kommt mal her, meine Freunde. So. Kommt mal ruhig, gutes Absenken. Schön, dass alles perfekt war angeblich. Mal sehen, wer was von mir will. Eine normale Fahrkarte sollst du kriegen von mir aus. So, nimm das hier und das hier. Bitte. Ja, 2,80 ist ja... Oh, hallo. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, sollst du kriegen. Ist gar kein Ding. 5 Euro kriegen wir hin. Jo, alles klar. Los geht's. Tschüss. War's das? Ja, kein Ding. Ich mach sowas sehr gerne. Ich bin ja gar nicht so. So, wir müssen weiter. So. Anscheinend einfach nur geradeaus. Ja, da sollte ja nichts passieren. Außer, dass die Ampel mal wieder rot ist. Das sind wir schon gewohnt, ne? Das sind wir schon gewohnt. So, so können wir halten. Hier kleine Haltebremse. Okay, es ist jetzt grün. So, lassen wir mal Leute mal rübergehen. Und wir düsen weiter. Ja, ich freue mich schon auf meinen neuen Bus. Dann können wir mal nächstes Mal das bestimmte Stückchen wendiger und schneller. Wahrscheinlich nicht so verkrüppelt wie der hier. Ja, sehen wir ja dann. Ist das die letzte Haltestelle, wo wir gerade hinfahren müssen? Oh, das wäre aber bitter. Nee, das ist das Ende nachher, oder? Da muss ich doch noch nicht hin, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich würde es dem Spiel zutrauen. Nee, da hinten ist die nächste Haltestelle. Oh, es ist grün. Ja, da fahren wir noch rüber. Da fahren wir noch rüber. Sehr schön. So geht das. So, und dann wollen wir mal halten hier. So, hier sind wir, meine Freunde. So. Ja, sehr gern. Ah, ich habe nicht geblinkt. Guten Tag. Eine normale Einzelfahrt, bitte. Ich hatte keine Ahnung, was los war, woher das Geräusch kam. Vielen Dank. Bis ich ihn gesehen habe. Ich dachte, das Haus stürzt ein. Okay. Schöne Geschichte über deinen Roboter, den du da hast, mein Freund. Hat mich auch sehr gefreut, die Geschichte zu hören. Aber muss nicht sein. Oh, dafür habe ich jetzt 6 Minuten Zeit für den Kringel, den ich fahren muss. Das finde ich aber sehr nett. Ah, und es wird grün. Schon mal Glück gehabt. Ja, wir fahren jetzt. Ist der letzte Halt. Ah, sehr schön. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen. Das ist aber ein großer Kreisverkehr, oder? Ja, lauf mal schnell in die andere Richtung, mein Freund. Würde ich auch mal sagen. Okay, das ist ein Kreisverkehr hier, ein sehr großer. Also, einen großen Kreisverkehr bin ich noch nie gefahren, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich bin nicht viel in Großstädten unterwegs, ne? Aber sowas soll es ja geben, ne? So in der ungefähren Art und Weise. Ist das sicher, das ist der richtige Bus? Nicht schon wieder. Super, das freut mich sehr zu hören. Also, ja, schön, dass sich zum ersten Mal schon das Gespräch wiederholt. Das zeugt von Qualität. Ja, es ist auch einfach nur ein grober Zufall und es gibt viel mehr Gespräche. Mal sehen, man weiß es nicht. Kann sein. Ah, wir fahren hier gute Kurven. Momentan ist ja alles okay. Ach ja. Und somit fahren wir unsere Kurve. Niemand muss Angst haben, dass ich hier umfahre. Ja, wir haben hier einen großen Wendekreis. Kein Ding. Kommen wir mal so rüber. Und tja. Es ist rot. Tja, also, Pilot Wings, wer Lust hat auf Hi-Fi United demnächst. Ich weiß noch nicht, wann es losgeht. Kann jederzeit sein. Ich weiß nicht, wann Rüdiger und ich das wirklich planen, aber es ist auf jeden Fall Planung. Ey, wo tuckert schon wieder dieser scheiß Rettungswagen rum? Nicht bei mir, oder? Doch, ich höre ihn schon wieder hinter mir. Pfeift. Dankeschön dafür, Spiel. Das ist pfeift. Rülps. Pfeift weiter. Das ist toll. Dankeschön, Spiel. Du unterhältst dich sehr gut. Dieser scheiß Rettungswagen, ne? Der geht mir langsam auf die Eier. Weißt du das? Hier, fahr mir vorbei. Fahr vorbei, du Arsch. Los, tschüss. Meine Güte, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Immer dieser Kack-Rettungswagen hier. So. Oh, Alter. Du machst hier fast einen Unfall. Wie, du willst jetzt recht... Bushaltestelle übersprungen habe ich gar nicht. Ich soll da gar nicht. Ich soll da gar nicht halten. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen. Ach so, ich hätte da ja auch halten können. Das meint das Spiel damit. Ja, komm, hör doch auf, ey. Als wenn. Brauche ich nicht halten. Jetzt habe ich wieder so einen Unfall gebaut. Ich hoffe, das war nicht zu schlimm gewesen. Trainer, ich kann heute nicht zum Training kommen. Ich bin aus
ausgerutscht und es tut etwas weh. Wow. Anscheinend wird es schnell verheilen. Das hat auf jeden Fall der Arzt gesagt. Dankeschön. Gut. Bis zum nächsten Training. Oh, meine Güte, ey. Tja, tschüss, Trainer. So, kein Ding. Adieu, meine Freunde. So, das war eine etwas längere Route. Heute machen wir mal, ohne dass wir wieder zurückfahren. Marco, willst du was von Abend haben? So. Einnahmen diese Woche. 1600 Einnahmen dieser Fahrt. Ah, ich sehe schon kommen, ey. So, ach so, okay. Es war überhaupt mit Geist so viel Geld abgezogen. Okay, es war einfach nur, weil die Fahrt anscheinend einfach nicht so viel Geld gebracht hat. Gut. Immer noch Stufe 3. So, jetzt können wir eine neue Mitfahrerin einstellen. Hat 4 verschiedene Bachelor-Studiengänge begonnen. Hat als Kind Busfahrer gespielt. Steht total auf Progressive Folk Metal. Oder Peter Harpanen. Hat die Schule für Komik abgebrochen. Umfangreiche Erfahrung als Fluchtwagenfahrer. Findet stilative Studios super. Oder auch Sidney Kennedy. War ein Polizist, hat die Seiten gewechselt. War früher Fahrer. Schwer LKW. Mag frühere Leute, andere nicht so sehr. Okay, ne Christoph Slushny, weil er mag Progressive Folk Metal. Das mag ich auch sehr gerne hören. Guck mal auf Japan Raptor vorbei. Der zweite Upload von der Tune Travel ist auch ein Progressive Folk Metal Upload. Von daher, du bist sehr willkommen. Du kommst mit. So. Also, gehen wir auf die Fahrt hier und dann stellen wir mal Christoph Slushny ein. Sehr gut. Und dann fahr eine Strecke, wenn eine andere Strecke zugewiesen ist. Das machen wir dann nächstes Mal. Dann fahren wir selber auch wieder eine Runde. Muss bestimmt noch den Fahrer einen Bus zuweisen, oder? So, ich will dieses Mal. Was will ich denn fahren? Ich will dieses Mal den anderen hier fahren, den SAS B41. Kann ich den irgendjemand zuweisen? Und wenn ja, wie? Ich muss mal gucken. Wie geht das? Fahren anbieten, erstellen. Nö. Anscheinend fahren die davon alleine wahrscheinlich mit dem Bus, wenn ich mit dem fahre. Okay. Das machen wir dann aber nächstes Mal. Nächstes Mal fahren wir dann mit unserem neuen Bus hier. Er wird natürlich auch wieder lila gemacht. Und der sieht auch irgendwie cool aus. Ja, möchte ich gerne speichern. Ich hätte gerne einen Aufkleber hier dran. Und zwar einfach wieder eine große Pfote. So, einmal hier oben drauf. Eine grüne. Warum nicht? So. Dann ist es okay für mich. Und eine Werbung. Was kann ich denn draufschalten? Ich kann irgendwie so zu Musikwerbung drauf machen anscheinend. Okay, machen wir mal so. Ey, geil, geht doch durch Geld. Ey, super Musik! Okay, der super Musikbus ist das. Alles klar, gibt 500 Geld pro Woche. Auf der anderen Seite mache ich auch noch eine Abwechslung. Ja klar, kein Ding. Ich will auch noch mehr super Musik haben. Kann ich hier nochmal super Musik machen? Okay, komm. Super Musik! Okay. Ja, das macht viel Geld. Das kann man so machen. 1000 Euro gewinnt auf hier in der Woche. Einfach nur, dass wir den super Musikbuch haben. Gerne. Einfach überall Werbung raufklatschen. Hier müssen wir auf seine Büsse einfach Werbung raufklatschen. Da wäre alles okay. Kann er ja nicht wehtun, ne? So. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Freut euch auf Pilot Wings. Das kommt irgendwann. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Part wieder.